Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Partie Civilization 6, beziehungsweise was heißt weitere Partie? Immer noch zur gleichen mit Frankreich! Und, ah ja, das geht ja nicht. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie unseren Apostel da ein bisschen retten. Wir haben ja noch eine kleine Insel gefunden, die man gegebenenfalls sogar besiedeln könnte. Der liegt zwar ziemlich am ADW, ja, Arsch der Welt, und man bräuchte sicherlich auch eine gewisse Militärmacht hier an Schiffen, um sie zu verteidigen, aber wir sollten das echt mal in Erwägung ziehen. Und zwar sollten wir den Siedler in einer Stadt bauen, in der quasi das Housing voll ist. Ich würde fast sagen, wir bauen den in Paris. Einfach hier hinten, okay, ist auch voll, aber scheiß drauf. Aber Paris könnte man bauen. Oder man baut ihn hier. Hier ist Annehmlichkeit plus 1. Ich denke mal, Paris ist ein bisschen besser, wenn wir ihn hier bauen. Ich habe gerade auch nicht genug Kohle, glaube ich, um ihn zu kaufen. Okay, es steht ein Handwerker hier rum. Der Handwerker könnte da unten nochmal ein Chateau bauen, weil. Naja. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir ihn sonst benutzen sollten. Oder wir lassen den Handwerker erstmal da rumstehen. Das ist auch okay. Wir lassen ihn da rumstehen und werden dann gleich dort einen Siedler bauen. Oder beziehungsweise kaufen. So, zack. Der wird dann zusammen mit einem Bogenschützen oder mit einem Musketman, beziehungsweise ja, unsere Karavelle, die wird sich mal irgendwo hierhin begeben und dann werden wir da ein bisschen verteidigen und dann werden wir da drüben nochmal siedeln. Ist zwar ziemlich weit weg. Aber da müssen wir mal gucken, auf welchem Feld das am schlausten ist, das zu machen. Also ich persönlich würde schon fast sagen, dass es hier relativ gut ist, aber hier ist halt Wald. Hier geht halt auch. Oder hier. Weil dann würde das Feld sogar noch aufgewertet werden. Wir hätten alles alles drumherum. Ich glaube, dieses Feld ist das Schlauste. Wir haben eine Beförderung. So. Er schläft erstmal eine Runde. Der Siedler geht erstmal dahin und fährt dann da schön rüber. Haben wir da drüben zwar irgendwie eine City, die so ein bisschen. Solo ist, aber hier können wir noch Jade bekommen. Das ist ziemlich nice. Eins, zwei, drei. Das müsste sogar noch passen, ne? Eins, zwei, drei. Ja, das passt genau. Dauert zwar ein bisschen, aber es passt. Hier fährt ein Siedler gerade rum. Ah gut, wir sind dann hier natürlich ja ein bisschen vor der Küste. Ich würde mal sagen, so hier platzieren wir die Scheiße. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie mit einem. So, jetzt ist die Frage. Heilt der? Das werden wir jetzt gleich sehen. So, fertiggestellt. Was hat er da gebaut? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Keine Ahnung. Ich glaube, eine Werkstatt haben wir da gebaut. Das ist auf jeden Fall nice. Ein Hafen wäre hier auf jeden Fall auch angebracht. Einfach um mehr Wohnraum zu bekommen. Hafen gibt Wohnraum. Und Hafen gibt einiges für Marineeinheiten und ich denke, wir brauchen auf jeden Fall Marineeinheiten. Ich denke mal, wir werden hier den Hafen bauen, ja. Dann können wir.
Okay, so, da wird er jetzt noch ein bisschen chillen und ein bisschen warten. So, der wird sich schon moven. Hoffe ich mal. Und dann werden die beiden zusammen darüber gurken. Wird zwar ein bisschen dauern, aber. Willkommen im Industriezeitalter. Wup, wup. Die Schlüsselwörter von gewaltsamen. Sehr geil. Können wir das Ruhrgebiet bauen? Wir könnten Metallguss erforschen. Wir müssen jetzt aber mal. Also, wir müssen auf jeden Fall die Fabrik bauen. So viel steht fest. Wissenschaftstheorie ist halt auch richtig nice. Müssen wir aber vorher Astronomie erforschen. Ja, okay. Machen wir ja soweit. So, die beiden werden sich mal verketten und dann werden die mal. Eine Runde. Geht das? Ne, es geht nur, wenn man Krieg macht. Okay. Dann wird er sich ausruhen. Und wird hier mal gucken, was hier so abgeht. Alter, die haben ganz schöne Streitmacht. Ah, der Spion hier. Guck mal, Quellen beschaffen. Er wird jetzt quasi mal hier. Der Stadtstaat möchte ich, dass ich ihn zu meiner Religion bekehre. Okay. Das lässt sich im Prinzip relativ gut machen, aber das ist so weit weg, das Scheißland da. Das ist richtig ätzend, da mal hinzukommen. Das ist richtig ätzend. Paris benötigt mehr Wohnraum. Ja, jetzt ist es natürlich wieder voll. Jetzt sind wir wieder gewachsen, haben wieder mehr.13 Runden brauchen wir da, um dahin zu fahren. Alles klar. Wählt ein Handelsweg. Man könnte hier rüber gehen, ne? Gibt ein Produktion immerhin. Und dann könnte man langsam aber sicher auch irgendwann nach Rom Handelsweg bauen. Ach du heiliger Rainer, hat er Urlaub? Da hat mir gerade Origin ein bisschen reinge. New Orleans, Washington gibt. Oh, Washington gibt richtig viel. Wissenschaft glauben, das klingt auf jeden Fall nach dem Business, das wir machen wollen. So. Jetzt haben wir gleich den Unterhaltungskomplex fertig. Bedeutet, wir haben hier wieder ein bisschen Annehmlichkeiten am Start und hier wird irgendwo gekämpft.
Ach, gegen Barbaren, okay. Er hat noch Speerkämpfer. Das ist auf jeden Fall nicht so die fortschrittlichste Technik. Damit würde er ziemlich krass auf den Sack kriegen, wenn wir jetzt. Er wird da, glaube ich, auch hart geschlachtet von den barbarischen Schwertkämpfern, weil die sind einfach viel stärker. Alles klar. Zack. Bonus, Oper und Ballett. Das hat doch perfekt gepasst. Das Ballett strahlt eine zerbrechliche Art von Stärke und eine gewisse unbeugsame Präzision aus. Guck mal, hier könnten wir jetzt definitiv dieses komische Kultur und so brauchen wir nicht. Großer Musiker brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir gehen voll auf Wissenschaft vorerst. Aber wenn man sich das mal anguckt, wenn wir jetzt. Okay, wir können jetzt hier erstmal eine Ausrichtung wählen. Das machen wir natürlich auch. Als allererstes gucken wir mal. Erklärt den Krieg mit einem Casus Belli? Ja. Brauche ich nicht so richtig irgendwie, weil ich möchte jetzt gar keinen Krieg erklären. Bauwesen. Ah, das ist auch nicht so schlecht. Ich möchte eigentlich hierhin, ja, dass wir den Wohnbezirk bekommen. Zur Urbanisierung. Das heißt, wir müssen hierauf gehen auf jeden Fall. Erhaltet einen großen Händler. Wie sieht es denn damit aus? Großer Händler. Na, das dauert wohl ein bisschen. Kriegen wir eher nicht. So, was sagt denn die Stadt? Ah, kein passender Ort. Muss an einen Theaterplatz angrenzen. Hier könnte es angrenzen, aber geht leider nicht. Fabrik, würde ich sagen, bauen wir als allererstes mal, ja? Fabrik, richtig geil. Eine Arena, auf jeden Fall eigentlich auch immer richtig gut geeignet, aber Kolosseum wäre auch geil für. Es gibt halt Annehmlichkeiten und Mieskultur. Das dauert aber so fast so lange wie so ein Scheiß Kolosseum. Komm. Hinder die Stadt auf Produktion. Und wir können einen Gesandten schicken und können uns damit wieder eventuell etwas Produktion gönnen. Hier, Produktion. Immer gut. Zusätzliche Produktion. Ach, habe ich noch einen? Ja, kann ich noch. Ich kann noch einen schicken. Hier würden wir den nächsten Bonus bekommen. Mehr Wissenschaft ist immer gut. So. Er geht darauf. Er checkt mal hier oben aus die Lage. Er fährt dahin, bekehrt mal ein bisschen. Achso, kann er noch bekehren? Ne, kann er nicht. Kann er erst nächste Runde machen, aber mit ein bisschen Pech wird er von ihm angegriffen hier. Könnte ich mir vorstellen. Ah, ne. Guck mal, hier kommt der nächste amerikanische Siedler. Aber er wird jetzt hier ihn gleich erstmal vernichten. Und San Francisco könnte man eventuell ja auch mal unserer Religion unterwerfen. Mal sehen, was da passiert, was er hier so macht, ey. Und theoretisch müsste ich Amerika Krieg erklären und ihm den Siedler klauen, weil, Alter, ganz ehrlich. Alter, mein Apostel ist hart draufgegangen fast dabei. Krass. Protestantentum ist hier gerade mächtig gesunken. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ja. Da müssen wir hier nur wieder dafür sorgen, dass die da auch wieder reinkommen. Also. Kann hier mal gucken, was da oben noch so ist. Da wird ja Deutschland sein. Braucht trotzdem 34 Runden. Krass. Ja, wir ballern ja jetzt Fabrik, Jungs. Oha, hier war Rom.
Okay, das nehmen wir weg und dafür... Dann nicht, du dummes Stück Scheiße. Die Amerikaner werden hier gerade, glaube ich, ein bisschen auch gefistet von den... von Alter, haben die eine Armee, ey. Krasser Scheiß, aber es sind alles so uralte Einheiten. Also gefühlt sind die nicht so richtig weit. Aber hier sind drei Leute mit mir. Arabien, Frankreich und... und wir sind vorne. 29. Aber wir haben schon ein paar mehr Technologien, muss man einfach ganz klar sagen. Also da sind wir schon relativ gut dabei, ja. Wir sind auch, was Tourismus angeht und sowas, echt deutlich weiter vorne. So, was geht hier? Nicht viel. Ich hoffe mal, dass niemand das Kolosseum baut jetzt. Das wäre hart ärgerlich. Da müssen wir mal ganz kurz gucken bei den großen Wissenschaftlern, was als nächstes kommt. Nee, 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 das ist ein Kackding. Wir müssen unsere Regierung auf jeden Fall in 13 Runden ändern. Das lohnt sich nicht. So, Delhi muss auch mal wieder unsere Religion anerkennen. Ja. Hier ist Aachen, Heidelberg, okay. Wie sieht das eigentlich aus? Religionssieg führen wir sogar auch. Alter, bekehrte Städte 7. Aber Amerika hat 94 Glauben pro Runde. Das ist ja wohl mal richtig krass. Also so viel haben wir nicht. Aber dafür sind wir auch... Also ich meine, okay, das Let's Play heißt Frankreich des Glaubens. Aber ihr wisst ja auch immer, wie das ist. Ne? Man ändert in Civ seine Vorstellung, wie man das Spiel eventuell gewinnen möchte, dann doch wieder etwas. Das ist... ja, das ist halt irgendwie so. Oh, wir können Gesandten schicken schon wieder. Zwei Stück. Theoretisch könnten wir hier rein. Gold, ja, brauchen wir jetzt nicht. Glauben ist jetzt auch nicht so krass wichtig. Ich brauche gerade Produktion. Machen wir so. Nehmen wir uns die, die Produktion bei Wundern und Gebäuden. Alter, hier ist irgendwo ein Hurensohn gewesen, ein Apostel von den Spasten. Oh, irgendwo ist ein Barbarendorf gespawnt. Ich könnte theoretisch sogar da spawnen derzeit. Wir haben jetzt aber auch inzwischen schon echt einen großen Teil der Karte aufgedeckt, ja. Achso, erstes hier, okay. Kann er da hin? Ja, kann er. Ah, guck mal hier, er kann auf jeden Fall gleich nochmal machen. Das ist nice. Dann kriegen wir hier ein bisschen Pressure rein, ey.
was unsere Religion angeht, ja. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar richtig vernünftige hier komplette. Okay. Oha. Astronomie macht viel Ja, mehr. wie auch immer. Genau das meine ich auch. Ah ja, genau. Jetzt gehen wir auf Wissenschaftstheorie hier, damit wir bisschen mehr Wissenschaft haben. Horchposten abgeschlossen, ja. Machen wir das mal, was auch immer das uns bringt. Noch mehr bekehren hier. Mal gucken, was da abgeht. Er gehört jetzt auch zu Elfran Zacko. Sehr gut. Er bekehrt ihn auch nochmal. Er gehört auch zu Elfran Zacko. Sehr gut. So, damit müssen wir jetzt, was Religionssieg angeht, auch schon wieder. Wir haben jetzt 9 Städte quasi, die uns gehören. Das ist auch richtig nice, ja. Die Amis hier, das gehört alles irgendwie uns. Diese komplette Insel hier unten gehört uns. Was die Religion zumindest angeht. Ah, guck mal, hier geht's auch noch ein bisschen weiter. Ah, es sind auf jeden Fall schon mal ein paar Inseln, ja. Die Karte ist ja Mission gewesen, also deswegen ist das, ja, es ist auf jeden Fall so eine Inselkarte. Ah, nee, derzeit nicht. Was mich noch mal ein bisschen interessiert, ist jetzt hier, wo man dieses. Ah, nee, das ist ja Fabrik. Ich möchte die Unterhaltung. Den Unterhaltungskomplex. Ist es das? Nee. Hier ist Archäologie. Ja, Zoo hier. Da müssen wir hin, theoretisch. Kolonialismus. Also, wenn wir das erforscht haben, gehen wir hier hin. Und dann können wir direkt hier hin, um quasi den Zoo zu bauen, ja. Und dafür müssen wir ein archäologisches Museum bauen. Das lässt sich wahrscheinlich auch einrichten. Wir haben ja hier unten, nee, hier unten keinen Theaterbezirk. Hier auch nicht. Also wir bräuchten noch einen zweiten Theaterbezirk, ja, dass wir das irgendwo bauen können. Oh, scheiße. Das wird leider nichts dann mit dem Boost, glaube ich. Wir haben ja hier das Kunstmuseum gebaut. Und dann können wir da kein archäologisches Museum bauen. Aber Kunstmuseum war mir so ein bisschen. Ja, was heißt lieber? Aber es war mir schon relativ. Oder war mir schon relativ lieb. Ja, der Typ hat hier noch Krieger rumstehen, Alter. Das ist schon echt ein bisschen schwach. Oh, Kacke. Da kommt ein Barbarendorf. Ach, Kacke, da ist tatsächlich eins gespawnt, Alter. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, echt. Was eine Scheiße, Mann. Das gibt es nicht. Ah! Hier ist Frankfurt. Deutsches Reich. Frankfurt ist da ganz oben. So, wie sieht's eigentlich mal aus hier mit unserer nächsten Stadt? Ja, die ist ja quasi schon. Da, ja. Sehr gut. Wir sind fast da. Wir sind fast da und können siedeln. 3 Runden noch bis zur Fabrik. 27 Runden noch bis zum Kolosseum. Das ist natürlich noch ein ganz schön ordentliches Stück. Das wird auch noch ein, zwei Folgen dauern, glaube ich, bis wir das Kolosseum fertig haben. Wenn wir es überhaupt fertig kriegen. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass dieses Behinderte. Ja, hier oben ist die Karte. Das ist das behinderte Barbarenlager, da wieder verschwindet. Ja. So, er macht erstmal die hier. Die Runde kriegen wir noch durch hier. Mal gucken,
Ja, die Runde kriegen wir auf jeden Fall noch durch. Nachdem diese Runde simuliert ist, ist aber dann auch die das Let's Play quasi zu Ende für diese Folge. Und deswegen sage ich schon mal, liebe Leute, as usual, write a comment, gib mir einen Daumen und Behauptungen, die nicht. seid nett. Wir machen in der nächsten Runde weiter. Im nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.